In den letzten Monaten verbreitete sich eine schnell wachsende soziale Plattform auf den Handys sehr vieler Jugendlicher. Bis Ende 2019 wurden 1 Milliarde NutzerInnen verzeichnet, die 15- bis 60-sekündige Videos von sich drehen und teilen. Bis dahin nichts Ungewöhnliches in der Social-Media-Welt, aber die App bietet ein Vielfaches an Möglichkeiten der audiovisuellen Gestaltung und ist daher gerade bei jungen Menschen beliebt, die videokünstlerische Inhalte leicht auf dem Smartphone oder Tablet produzieren können. Was auf den ersten Blick nicht verwerflich, im Gegenteil sogar als fortschrittlich erachtet werden kann, hat auch Schattenseiten. Die Sache mit TikTok. TikTok ist das Tochterunternehmen des chinesischen Startups ByteDance, dessen Wert auf ca. 75 Milliarden Dollar geschätzt wird. Ziemlich viel für ein Startup. Doch das Unternehmen vermarktet sich aggressiv. Es werden InfluencerInnen von anderen Plattformen angeworben, dort Werbung für die neue App zu machen. Außerdem gibt es noch eine Vielzahl an Werbeanzeigen, die einen Anreiz schaffen soll, TikTok zu installieren. Am besten geht das, wenn Bedürfnisse geschaffen werden. Also schaltet TikTok anreizende Werbung, meist minderjährige Mädchen, die sexuell konnotiert tanzen oder posen und sich nicht dagegen wehren können. Die AGB erlauben es, sämtliche auf der Plattform veröffentlichte Inhalte für kommerzielle Zwecke weiterzuverwenden. Und bis die Werbung entfernt wird, haben bereits Tausende die Meldung gesehen und sich verführen lassen. Die App ist wie die meisten sozialen Medien in zwei Bereiche aufgeteilt: Personen, denen ich folge, und die For You-Page. Eine künstliche Intelligenz versorgt letztere kontinuierlich mit neuem, angepasstem Content. Denn dieser Teil ist der Kern, das Herz TikToks. Während andere Apps darauf aufbauen, dich zu verstellen, damit du einem limitierten Kreis an FollowerInnen gefällst, spielt dies auf TikTok scheinbar fast keine Rolle. Dort erstellt sich eine Endlosschleife. Der Algorithmus präsentiert eine Auswahl an Videos für dich. Du entscheidest, ob sie dir gefallen, und gibst deine Informationen zurück. Und in der Masse an Content gibt es natürlich eine genauso große Varianz an Themen, die angesprochen werden. Auch wenn TikTok primär der Unterhaltung dient, gibt es Accounts, die Informationen und Wissen verbreiten. Sogar die Tagesschau ist mit einem für die Plattform angepasstem Format vertreten. Dort geht es dann auch um politische Inhalte. Gerade die Proteste in Hongkong standen lange in der Öffentlichkeit. Nur nicht auf TikTok. Denn was ByteDance auf seiner Plattform zulässt, muss den Ansichten der chinesischen Regierung entsprechen, wo ByteDance seinen Steuersitz hat. Netzpolitik.org, eine Plattform für digitale Freiheitsrechte, erhielt Einblicke in TikToks Moderationsteam und veröffentlichte diese Informationen über den Umgang mit kontroversen Videos auf der Plattform. Demnach bearbeiten verantwortliche Personen etwa 1000 Tickets innerhalb von 8 Stunden Arbeitszeit und müssen den jeweiligen Sachverhalt untersuchen. Also bleiben weniger als 29 Sekunden, sich einen Kommentar, ein Video oder sogar einen ganzen Account anzusehen und im jeweiligen Kontext einen Verstoß zu erkennen. Hierfür werden Posts in 6 Abstufungen unterteilt und auch Daten für eine zukünftige maschinelle Moderation gesammelt. Bis in die erste Hälfte des letzten Jahres gab es ein Politikverbot in den Moderationsregeln, das sämtliche Videos mit politischem Inhalt, vor allem Kritik an nichtdemokratischen Ordnungen, einschränkte. Proteste, Ausschreitungen und Demonstrationen fielen unter kontroverse Ereignisse und wurden begrenzt angezeigt. Mittlerweile werden nach Aussage TikToks solche Inhalte nicht mehr entfernt. Doch damit umging die Plattform nur der Frage, inwiefern kritische Videos eingeschränkt aufrufbar sind. Auch Videos nicht heteronormativ ausgerichteter Menschen und andere risikoreiche Themen können durch Geoblocks reguliert werden und sind so in bestimmten Ländern mit der Begründung, sich an lokale Gesetze zu halten, unzugänglich. Auch zu den Protesten in Hongkong gab es zur Zeit der Recherche wenige bis keine Suchergebnisse. Ein medialer Aufschrei erklang erst, als Feroza Aziz nach kritischen Videos über die Situation und den Umgang mit muslimischen Uiguren in der chinesischen Region Xinjiang, die von der Regierung systematisch unterdrückt, überwacht und teilweise sogar in Umerziehungslagern gefangen gehalten werden, von TikTok gebannt und ihre Videos gelöscht wurden. TikTok entschuldigte sich dafür aufgrund eines Human Moderation Error. In einem Statement zu dem Artikel von Netzpolitik streitet TikTok die Einschränkung politischer Inhalte gänzlich ab. TikTok bietet kreatives Potenzial. Zuerst scheint es so, als ob man mit den Werkzeugen dieser App unendliche kreative Möglichkeiten hätte, doch in Wahrheit soll man einfach nur fröhlich sein, Memes erstellen und die Finger von Politik und Kontroversen lassen. Fassen Ultralativ ihr Video über die moderne Zensur zusammen. Der wirtschaftliche Einfluss auf die private mediale Welt nimmt immer weiter zu. Unternehmen halten sich an die Regeln autoritärer Länder oder bieten sogar gesonderte Versionen für den potenziell riesigen Markt an, um sich den Profit dort trotzdem zu sichern. Daten der Nutzenden werden gespeichert und für das Anlernen künstlicher Intelligenz genutzt, die kosten- und zeiteffizienter die Inhalte einer Plattform moderieren, aber vor allem kontrollieren kann.